Guck, da ist sie wieder. Zurück in der Kunstgalerie mit Nico und George und dem da und dem da und dem da und dem da und dem da. Scheiße, ist jetzt meine Frisur bescheuert. Ja, ist so fertig, der Typ. Wie machen wir weiter, oder? Dazu musste ich meinen Arm hier runternehmen und diese Hand dafür benutzen. Hier, Controller. Und damit willkommen bei Jack Zock, Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. So, wir sind das letzte Mal hier widerrechtlich in die Galerie eingedrungen mit der Nico und wir müssen jetzt Beweise fälschen. So, wir gucken uns nochmal den hier an. Den kennt ihr ja noch nicht. Ich hatte den Galeristen nicht gekannt, aber das hat er sicher nicht verdient. Jo. So, rede nochmal mit dir, Georgie. George? Ja, Nico? Warum wolltest du nochmal in das Büro rein? Ich bin ziemlich sicher, der Raub war ein Insider-Job und ich glaube, der Beweis ist in dem Büro. Was hält dich dann zurück? Der Super-Sheriff da. Und wenn ich ihn ablenke? Wenn du das tust, kriegst du, was ich dort finde. Abgemacht, George. Ich musste den Inspektor irgendwie von der Tür zum Büro weglocken. Er hätte die ganze Zeit das machen können, als wir mit ihm gesprochen haben. Ist das das, was wir uns schon mal von ihm anhören durften? Oder es ist war das die was? Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes. Ja. Trachten. George sagte, jemand habe sie manipuliert. George sagte, jemand habe sie manipuliert. Ja. Ich konnte Inspektor Navette mit dem Bild nicht ablenken. Jedenfalls nicht, ohne mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Mhm. Nein. Wir gehen mal hier vor und reden nochmal mit dem Priester. Verzeihen Sie, Pater... Pater Simeon, mein Kind. Alles in Ordnung, Pater? Es war ein großer Schock. Aber ja, alles in Ordnung, danke. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Verbrechen stellen? Was denn für Fragen? Ich bin Reporterin für La Liberté. Das kann wohl nicht schaden. Bitte, fragen Sie nur. Was führte Sie heute in die Galerie, Pater? Gott führte mich her. Ich sah das Plakat der Ausstellung. Ich musste kommen. Wie meinen Sie das? Ich wusste, in La Maledictio steckte viel Böses. Dem musste ich mich stellen. Der Maler war El Serp. Die Schlange. Verstehen Sie denn nicht? Böses? Sagen Sie, was genau hatten Sie heute vor zu tun? Ich wollte Zeuge all dessen sein, was der Teufel anrichten würde. Tja, der hat dann wohl gekniffen, Pater. Hat er? Ein Mann ist tot, Mademoiselle Collard. Ich würde sagen, er hat sein Werk getan. Das würde meine Story nicht weiterbringen. Oh, ein Spinner. Haben Sie etwas gesehen, das den Täter identifizieren helfen kann? Der Teufel nimmt viele Gestalten an, Kind. Ich habe ihn leider nicht deutlich genug gesehen. Jeder Hinweis hilft. Tut mir leid, mein Kind. Ich habe nicht aufgepasst. Was wissen Sie über Henri? Ein unschuldiges Opfer. Falls man davon Unschuld sprechen kann. Wenn er solch blasphemische Werke wie das Bild von El Serp feilbot, wer weiß, was für andere Sünden er sonst noch beging. Ich fühlte mich schuldig vor Pater Simeon. Wie immer in Gegenwart von Priestern. Ist das eigentlich total schade ist, dass ich mit dem Controller spielen muss. Weil ohne Controller, also mit Maus, hätte ich bloß eine Hand gebraucht. Das war ja damals bei Baphomet, bei Monkey Island. Im dritten Teil vor allen Dingen so. Also wirklich bloß die Maus und dann einfach so hier Point and Click Adventure eben. Oh, ja. Was können Sie mir über das Gemälde sagen? Grotesk und böse. Wie kann ein Gemälde böse sein? Indem es diejenigen tötet, die damit in Kontakt kommen. Heißt das, wir sind die Nächsten? Lachen Sie nicht über Teufelswerk,
Mademoiselle Collard. Wissen Sie irgendwas über den Maler El Serp? Er war ein Gotteslästerer. Ein Diener des Antichristen. Woher wollen Sie das wissen? Man sieht es seiner Arbeit an. Pater Simeon äußerte eine Menge Vermutungen. Hier, mein Presseausweis. Ich arbeite für La Liberté. Gut. Sie müssen Ihre Leser vor dem Bild warnen. Es ist böse. Danke für Ihre Zeit, Pater Simeon. Ja. Dürfen wir wieder? Der Priester hatte nichts Brauchbares zu sagen. Priester haben nie was Brauchbares zu sagen, aber naja. Das klären wir woanders oder andermal. Spielstand erfolgreich gesichert. So, können wir nochmal mit dem hier quaken. Inspektor! Ja? Ui. Hatten wir das Sie nicht alles schon? Wirklich, der Fall ist gelöst und aufgeklärt? En effet. Gelöst, aufgeklärt, gestempelt und abgelegt. Wissen Sie irgendwas über La Malédiction? Es ist ein Gemälde, es wurde gestohlen. Punkt. Sind Sie sicher, dass Sie die Alarmanlage nicht untersuchen wollen? Lassen Sie mich jetzt bitte weiterarbeiten, es sei denn, Sie haben neue Beweise. Wir könnten ja den Sorg schon erfragen, aber... Sie haben das Material also nicht für hilfreich. Ich bevorzuge dann doch körperrelevante Methoden am Tatort. Sie halten George für eine Verdachtsperson? Wie ich schon sagte, ich irre mich selten bei solchen Dingen. Aber ich habe schon zu viel gesagt. Sind Sie sicher, dass Sie nichts sagen wollen? Bitte verschonen Sie mich mit Ihrem Kärtchen. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt. Ja. Wenn ich Navette ablenken wollte, musste ich neue Beweise ausgraben. Oder welche basteln. Und je blutigere, desto besser. Ja, womit soll ich die denn basteln? Du bist witzig. Hier, Pizzakarton. Der George wollte nicht haben. Die Tomatensoße war auf den Boden gespritzt. Ich verrieb etwas von der Tomatensoße mit dem Schuh. Es sah ein bisschen aus wie ein Blutfleck, aber etwas stimmte nicht ganz. Wenn ich den Polypen ablenken wollte, musste ich den Kaugummi loswerden. Das würde ich auf keinen Fall mit bloßen Händen sauber machen. Ich kratzte den Kaugummi mit meinem Presseausweis ab und hoffte, der Inspektor würde es nicht sehen. Inspektor! Ja? Haben Sie den Fleck dort auf dem Boden gesehen? Sieht aus wie Blut. Tatsächlich. Ist ja kurios. Das muss ich sofort untersuchen, ehe einer dieser Tortel hineintritt. Interessant. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für das Gerät. Okay, George. Das sollte ihn eine Weile ablenken. Gut gemacht, Nico. Ich lasse dich wissen, was ich im Büro finde. Ach, jetzt dürfen wir einen Sort spielen. Ich war sicher, der Inspektor hatte mich nicht gehen sehen. Aber ich musste mich beeilen, denn bald würde er es merken. Dann speichern wir das mal, wenn hier irgendwann irgendeine Scheiße auf Zeit geht. Was haben wir hier? Ein Tintenfass in der Jackentasche rumzutragen wäre etwas dämlich. Die Tinte hätte ich tagelang nicht von den Händen bekommen. Du kannst es ja vor, kannst ja vorher den Deckel zu machen. Das Feuerzeug war verrostet und schmierig. Es war wohl nicht mehr zu gebrauchen.
Da willst du überhaupt was mitnehmen? Ich würde es liegen lassen. Ja, ja, lass alles liegen, was du gebrauchen kannst. Der Füllhalter könnte nützlich sein, aber er könnte mir auch vollkommen die Tasche versauen. Was bist du denn für eine Weichpuppe geworden, ehrlich? Eine Visitenkarte brauchte ich nicht. Ich hatte keine Lust auf eine Tasche voller Pieksdinger. Der Typ ist furchtbar. Ich wollte das Klebeband nicht mitschleppen. Ich hatte das Gefühl, ich würde es nicht brauchen. Das hier? Nix. Es war die Zeitung, für die Nico schrieb. Nico lebte für den Tag, an dem ihre Story auf dem Titelblatt stehen würde. Was haben wir denn hier? Der Schalter gehörte zu dem Schreibtischlämpchen. Ja. Dann haben wir alles gefunden, was er nicht mitnehmen will, okay? Die Schublade war ansonsten leer. War da unten auch noch? Nö. Die Mappe sah interessant aus. Das war eindeutig Manipulation von Beweismaterial. Es war eine Auftragsabschlussbestätigung einer Firma namens Vera Security. Das war nicht die, die wir empfohlen hatten. Henri hatte hinter unserem Rücken eine andere Sicherheitsfirma beauftragt. So war's aber auch. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. Oh, okay. Was ist das denn? Die Statue war Kess. Aus der Nähe bemerkte ich, dass das Feigenblatt ein Scharnier hatte. Ich will es eigentlich... Zum Glück war niemand in der Nähe, der mir dabei zusah. Sehr interessant. Das Geheimfach war offen. Es gab keinen Grund mehr, Henri weiter unten zu belästigen. Ach so, da unten. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ich war ziemlich sicher, dass nicht mal Henri dumm genug war, um ihn hier im Büro zu verstecken. Verdammte Scheiße. Der Tresor war vom Feinsten. Ich hatte keine Chance, den zu knacken. Und Schlüssel knacken verstehe ich nichts. Verdammt doch mal. Das Sofa hatte über die Jahre so einiges mitmachen müssen. Ich will gar nicht wissen, was. Es war ein ramponiertes Sofa. Ja, du sollst dir auch die Flaschen angucken, hier. Sah aus, als habe Henri sich den besten Fusel fürs Hinterzimmer aufbewahrt. Ja, was haben wir hier noch? Ein Schreibtisch, Krempel und dann gucken wir uns mal die Überwachungskamera an. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Hairy Lobsters. Dieses Plakat, Kollege, das ist das Titelbild zu Baphomets Flug 2. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Können wir noch was damit machen? Betrachten, nö. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Oh, Krempel. Gitarre. Ich hätte Henri nie als Musiker gesehen. Henri hatte es gern chaotisch. Henri. Was ist sein Name? Henry? Heißt das, bei mir ist es Henry. Und die Franzosen Henri. In dem Rahmen waren getrocknete Blumen. Henri war schon etwas schrullig. Ja, nun klick doch endlich mal diesen verdammten Monitor an hier. Die Überwachungskamera war uralt. Sie machte Einzelaufnahmen und speicherte sie auf Band. Sah aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Aufnahme anzusehen. Ich glaube nicht, dass das der Türcode war. Ich probierte den Türcode. Ging nicht. Das kriegt er sogar mit, dass ich den Türcode benutzt habe. Ich musste eine vierstellige Zahl finden.
Okay. Warum sollte ich den Tisch nochmal durchsuchen? Weil ich's will. Hast du hier das Ding? Na klar. Betrachten die hier. Die Auftragsabschlussbestätigung von Vera Security. Da war eine Adresse. Ja. Die Auftragsabschlussbestätigung. Da war ein. Ach so, gut, kann ich wegdrücken, oder? Nee. Hervorragend. Pinnwand. Hängt hier vielleicht was in. Die Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Eine vierstellige Zahl, das steht da 1975, steht auch da dran. Festivaltour. Wie konnte ich bloß denken, Henri hätte einen so offensichtlichen Code benutzt? War wohl nichts. Ja, lach mich nur aus, du Pfeifel. Ich musste eine Vierstelle. Ja. Ist gut. Der Kalender sah aus wie das Schulprojekt eines Kindes. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Der Ärmste hatte seinen großen Tag nicht mehr erlebt. 27. Mai, 2705. 705. Bingo. Ich spulte zurück bis vor dem Raub. Das war die erste interessante Aufnahme. Henri betrachtete La Maledictio. Er konnte nicht geahnt haben, was gleich geschehen würde. Nico und ich warfen einen kurzen Blick auf La Maledictio kurz vor dem Raub. Komisch, das Bild erschien mir da gar nicht so bemerkenswert, nur sonderbar. Gute Aufnahme von La Maledictio. Konnte schon verstehen, warum Pater Simeon das Bild für böse hielt. Es hatte eine gewisse Ausstrahlung. Der Verbrecher auf frischer Tat. Er hatte nichts wirklich Unverwechselbares an sich. Es war der Moment, als alles aus dem Ruder lief. Der Mörder auf der Flucht. Irgendwie zoomen oder sowas? Nö. Armer Henri. Wer der Helmträger auch war, er würde büßen für das, was er getan hatte. Das Gemälde war weg. Ja. Da stand ich und sah mir den Alarmkasten an. Hoffentlich wirkte ich nicht allzu verdächtig. Daran hatte ich nicht gedacht, als ich mir die Kamera ansah. Das war die letzte Aufnahme. War möglich, dass ich auf den früheren Bildern etwas übersehen hatte. Ja, wir klicken ja gleich durch und zurück. Wer? Armer Henri. Ja, jetzt wär's doch nicht zu jedem. Die Kamera hatte den Moment eingefangen, als er das Bild nahm. Ach so, ich kann auch hier. Die Kamera hatte den Moment erfasst. Er wusste genau. Das Bild war etwas unscharf, aber in der Mitte des Gemäldes schien sich eine Schlange in den Schwanz zu beißen. Ich dachte über die Worte des Priesters nach. Das Gemälde hatte eindeutig etwas Beunruhigendes. Okay. Trophäe erhalten. Die beißt sich in den Schwanz. Armer Henri. Ja. Vorne auf seinem Helm stand etwas geschrieben, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Ach so. Wer der Helmträger auch war. Ja. Auf dem Logo vorn auf seinem Helm stand Waterloo Motors. Das könnte nützlich sein.
Dieb, was war jetzt noch? Ja, wir schalten nochmal zurück. Ja. Jetzt schalten mal vor dem Bild. Diese Aufnahme musste entstanden sein, ehe die Gäste die Galerie betraten. Das war die erste Aufnahme, auf der irgendwas Interessantes war. Ach so, ich dachte, die davor ist noch was. Was sofort ins Auge fiel, war die Schlange, die sich in den Schwanz. Sah Henri sich das Bild an oder schaute er besorgt drein? Es steckte definitiv mehr hinter diesem Raub, als ich erst gedacht hatte. Wir werden noch irgendwas anderes angucken. Gucken wir uns jetzt für jedem Bild nochmal was an? Sah Henri sich das Bild an? Ja, jetzt schalten wir mal weiter. Jedes Mal, wenn Nico in mein Leben trat, schienen die Probleme gleich mitzukommen. Mhm. Da war ich, wie ich die Ausstellung anschaute. Im Bild sagt er immer dasselbe. Ja. Ja. Das einzige Verwertbare, was wir jetzt gefunden haben, ist dieser Name auf dem Helm. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Was auch immer ich damit bezwecken wollte, keine Ahnung. Er wusste genau, welch. Was sofort? Ja, wie gesagt, beim Bild sagt er jetzt immer das Gleiche. Armer Henri. Das hatten wir. Was sofort in. Ja. Der Alarm hätte losgehen müssen, als der Dieb das Bild entwendet. Aber man hatte ihn sabotiert. Wer das wohl getan hatte? Vielleicht Lane? Oder sogar Henri selbst? Oder vielleicht sogar die von Vera Security, die das System installiert hatten? Hm. Warum war Henri nicht zurückgewichen, als der Dieb die Waffe zog? Ich an seiner Stelle hätte getan, was der Kerl wollte. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Henri nicht tot ist. Den müssten wir eigentlich alles haben. Wer der Helmträger auch war. Naja, das mit der Schrift, das hatten wir ja schon. Auf dem Logo vorn auf seinem Helm stand Waterloo Motors. Das ist natürlich schlau, man zieht sich den Helm über, damit man nicht erkannt wird. Aber, ja. Ja gut, was soll denn hier noch sein? Da war ich, wie ich an dem Alarm rumspielte. Ja. Na? Der Alarm hätte losgehen müssen, als der... nicht meine fotogene Seite. Mhm. Das war die letzte Aufnahme. Genau. Was die Kamera an Hinweisen liefern konnte, hatte ich wohl gesehen. Alles klar. Ja. Das halten wir natürlich fest. Das muss gesichert werden, das Ganze. Ja. Spielstand erfolgreich gespeichert. Dankeschön. So, können wir jetzt rausgehen oder ist hier noch was? Ich wusste, es wäre falsch, den Raum zu verlassen, ohne ihn mir gründlich anzusehen. Oh ja. Also war noch irgendwas. Papierkorb, na klar, im Papierkorb ist meistens was drin. Im Papierkorb fand ich ein zerknülltes Schreiben von Henris Kreditkartenfirma mit der Aufforderung zur sofortigen Zahlung. Aufgelistet waren extravagante Einkäufe in einer Reihe von Damenmodegeschäften. Wie die Adresse verriet, hatte Henri im ebenso schicken wie teuren 16. Arrondissement von Paris gewohnt. Ich beschloss, den Brief zurückzulegen. Henris Geldprobleme gingen mich nichts an, aber ich wusste jetzt, wo er gewohnt hatte.
So. Ah ja. Monsieur, Sie sind also einfach hereingeschlüpft und manipulieren jetzt meine Beweise? Ja. Genau so sieht's aus. Ich manipuliere hier gar nichts. Ich habe nur Hinweise gesucht. Das ist meine Sache, Monsieur. Monsieur. Stobart. George Stobart. Paris Mutual. Wir haben die Ausstellung versichert. Oh, wirklich? Dann dürfte der Raub Ihnen einiges bringen. Nein. Der Raub dürfte uns einiges kosten. Werden Sie mal nicht naseweiß, Monsieur. Nur Dummköpfe wissen nicht, wie Versicherungen ticken. Klar, Ihnen macht keiner was vor, Inspektor. Genau. Ich muss sehr früh morgens aufstehen. Und deshalb fange ich auf jeden Fall den Wurm. Verstehe. Darf ich Sie daran erinnern, Monsieur, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde? Ich muss Sie nun bitten, in die Galerie zurückzukehren. Natürlich, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. D'accord. Aber Sie wissen, alles, was Sie sagen kann, gegen Sie verwendet werden, Monsieur Stobart. Okay, werde ich mir merken. Ich will Fragen stellen. Will ich das überhaupt wissen? Keine Ahnung. Aber vielleicht wollt ihr das wissen. Wissen Sie irgendetwas über eine Firma namens Vera Security? Nein, nie von ihr gehört. Und nun muss ich mich um meine Ermittlungen kümmern. Sehr wahrscheinlich findet sich in den Kameraaufzeichnungen ein Hinweis auf den Täter. Monsieur, ich bin Profi und Sie sind Amateur. Also überlassen Sie das Ermitteln mir. Klar, Kumpel. Monsieur, Sie sind Amerikaner, no? Ja, in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Natürlich. Ich denke, Sie möchten vielleicht sein wie dieser Starsky und Hutch, Monsieur, no? Mit schönen Damen und schnellen Autos herumrollen, mit ihrer Pistole schießen. Interessante Idee, Inspektor, aber nicht ganz mein Stil. Ist das so? Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Sie können jetzt gehen, aber ich werde Sie noch einmal brauchen. Wer ist hier der Amateur, eh? Ich hatte ein paar wertvolle Hinweise. Aber bevor ich Ihnen nachging, stand etwas sehr Wichtiges auf dem Plan. Hey Nico, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Klar. Ich darf mit Stolz bekannt geben, dass die vorläufigen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich erkläre dies nun offiziell zum Tatort. Sie müssen alle gehen. Ich werde Sie alle in den kommenden Tagen nochmals verhören. Niemand darf das Land verlassen. Das gilt besonders für Sie, Monsieur Stobart. Monsieur Lane wird bei der Sicherung des Geländes behilflich sein. Mue. Ja, Inspektor? Lassen Sie sie hinaus. Sofort, Inspektor. Und nie wieder hinein. Zwei Kaffee, bitte. Gute Arbeit da drin, Nico. Was es auch war, es hat funktioniert. Nur eine kleine Ablenkung und Navette hat's mir abgekauft. Ich glaube, Navette kauft alles. Hauptsache, es klebt Blut dran. Weißt du, das alles hier, der Raub, der Mord, das ergibt alles keinen Sinn. Wie meinst du das? Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Malediction? Genau. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war. Ja, wer war das wohl? Das war bestimmt der Priester. Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht. Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erstmal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest.
Also der Priester meint, La Maledictio sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Ja, und wieder mal waren sie... hinterher. Der Verkehr rauschte. Die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. So, wir suchen jetzt erst nochmal fix aus, wo wir jetzt hingehen. Und dann machen wir Feierabend für heute. Jo. Was war hier? Vera Security. Henrys Wohnung. Hier kommen wir nicht hin zu Rüjari, denke ich mal. Wir gehen mal zu Vera Security. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. So. Speichern. So. Und an der Stelle machen wir direkt in der nächsten Folge weiter. Unglaublich, aber wahr. Das machen wir. So, und damit. Hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.